Hallo, ich bin der Johannes und ich zeige dir, wie du dein Geld für dich arbeiten lässt. Und heute habe ich Alex von Northern Finance hier zu Gast und ich werde ihn befragen zur P2P-Kreditplattform Reinvest24. Und Reinvest24 ist eine ganz spezielle Crowdfunding-Plattform, würde ich sagen, die in vielerlei Hinsicht anders ist als das, was wir von normalen P2P-Kreditplattformen so gewohnt sind. Und das werden wir dir in diesem Video erklären und zeigen. Alex bringt dir jeden Sonntag um 18 Uhr neue Videos, um deine finanzielle Bildung zu stärken. Er investiert seit 4 Jahren schon in Privatkredite und gibt diese Erfahrung gerne immer wieder an dich weiter. Ich glaube aber, du bist in der Szene nicht ganz unbekannt und wem du unbekannt bist, der sollte unbedingt mal auf deinem Kanal vorbeischauen. Hallo Alex, schön, dass du da bist heute. Hallo Johannes, schön dabei zu sein. Du warst ja direkt vor Ort. Genau. In Tallinn, in Estland, da wo Reinvest24 beheimatet ist. Vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen deine Eindrücke von dort erzählen, als du sie besucht hast. Am Anfang von meinem Besuch bei Reinvest24, da haben wir uns erstmal die ganzen Immobilienprojekte angeschaut, auch die, in die ich investiert habe. Das war eine besonders schöne Erfahrung. Leider konnten wir in das eine Apartment für die Kurzzeitmieten nicht reingehen, weil es belegt war. Aber das ist ja andererseits auch wieder sehr gut. Und dann haben wir uns auch eine Immobilie angeschaut, die sich aktuell in der Entwicklung befindet, wo es dann auch eben diese Kurzzeitmieten gibt und hier waren die Handwerker noch am Bauen und alles und das war sehr cool, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, da mit Tunnel durch die Stadt zu fahren. Ja, das glaube ich. Ich habe auf der Webseite gesehen, es gibt ja wirklich, also das Team ist ja sehr klein. Sind es wirklich nur diese 7 Leute, die da auch abgebildet sind? Oder gibt es mehrere? Also das ist so, dass die sich ein größeres Office teilen mit einer Muttergesellschaft. Und diese Muttergesellschaft hat eben 2 Töchter. Reinvest24 ist eine davon. Und anscheinend funktioniert das so, dass man sich hier Mitarbeiter nehmen kann nach Absprache, wie viel man braucht. Das heißt, die Angestellten sind jetzt nicht fix, sondern variabel. Das war auch erstmal etwas, woran ich mich gewöhnen musste. Aber anscheinend funktioniert das ganz gut. Krass. Ja. Das heißt, die arbeiten auch dann bei einer anderen Firma einfach teils, je nachdem, wo gerade die Manpower gebraucht wird oder die Womanpower. Ja, genau. Ja, das ist also, sehr fancy. Habe ich auch noch nicht gekannt und ein sehr interessantes Konzept. Ja, für alle, die Reinvest24 vielleicht noch gar nicht so richtig kennen, lass uns noch mal kurz darüber sprechen, was das eigentliche Geschäftsmodell ist. Also in was investiert man bei Reinvest24? Man investiert in Anteile an einer SPV. Das ist die Abkürzung für ein Special Purpose Vehicle und das ist einfach nur eine Zweckgesellschaft. Diese Zweckgesellschaft, die erwirtschaftet Mieten und dann nach dem Abzug der Kosten gehört einem ein Anteil an den Profiten von dieser SPV. Was gibt's da für verschiedene Modelle? Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, jetzt mit Vermietung und Wertsteigerung zu verdienen. Also mit der Mietsteigerung können natürlich langfristig die Gewinne angezogen werden, aber es gibt auch Projekte, die laufen wesentlich kurzfristiger. Da gibt es zum Beispiel den Kauf von einem Stück Land, was dann später entwickelt wird. Und dieses Projekt läuft dann logischerweise wesentlich kürzer. Und man kann von dem Anstieg vom Wert, vom Land profitieren und von den Mieteinnahmen bzw. steigenden Mieteinnahmen. Also es gibt sozusagen verschiedene Level, wie man an Gewinnen beteiligt wird dort. Genau. Einmal über die Mieteinnahmen, was eigentlich ziemlich cool ist, weil ich muss ja als Privatperson mich jetzt nicht darum kümmern, eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus und muss das auch nicht vermieten. Ich muss mich auch nicht um den Kauf oder um den Verkauf kümmern, wenn das dann irgendwann mal anstehen sollte. Also das finde ich schon ziemlich cool und auch eben, dass man sich jetzt nicht nur auf den Kauf und auf die Bewirtschaftung und Vermietung dieser Immobilien fokussiert, sondern eben auch auf Grundstücke oder auf die Renovierung, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also es ist viel skalierbarer, als wenn man das selbst macht. Man hat natürlich auch selbst wahrscheinlich gar nicht die Zeit und das nötige Wissen, um das alles auf so einem Level aufziehen zu können. Und natürlich braucht man pro Wohnung auch sehr viel Kapital,
Und hier bei Reinvest24 kann man mit 100 Euro schon starten mit der ersten Wohnung. Und das macht für mich einfach momentan sehr attraktiv. Haben denn alle Projekte eigentlich so einen vordefinierten Exit? Weil wir haben gerade schon angedeutet, dass nicht jedes Projekt ewig geht. Ich würde sagen, das ist unterschiedlich. Also manche Projekte, da gibt es einen festen Exit, zum Beispiel in 1,5 Jahren. Aber die meisten Projekte sind doch so, dass sie erstmal in die Unendlichkeit angelegt sind. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass Reinvest24 jetzt bald den Sekundärmarkt bringt tatsächlich, weil sonst ist man ja theoretisch ewig in diesem Investment und kommt nicht raus. Also das ist ein wichtiger Punkt und da hat Tanel auch gesagt, der wird in diesem Jahr kommen. Das hat er schon mal dieses Jahr gesagt, aber ich hoffe, das ist sehr bald der Fall. Die Rendite ist ja super wichtig, deswegen legen wir unser Geld ja an, um auch ein bisschen, ja, Vorteile daraus zu haben. Wie hoch sind denn so die Zinsen, die ich erwarten kann? Die Zinsen sind natürlich etwas geringer als jetzt zum Beispiel die ganz kurzfristigen Kredite auf dem Mintos-Marktplatz. Dafür hat man diese Zinsen aber eben auch für einen längeren Zeitraum. Das heißt, man kann hier schon je nach Projekt mit der Steigerung des Landwertes und des Immobilienwertes kann man hier auch auf über 10% kommen. Meine Renditeerwartungen sind aber etwas geringer, aber dafür hat man diese Zinsen eher langfristig und nicht so kurzfristig. Die können nicht so viel schwanken. Das ist eben ein kleiner Preis, den man eigentlich immer bei Immobilien zahlt. Grundsätzlich so ein paar Zahlen, also ab 8% oder wo geht's los? Ja, doch so ab 8% nach oben. Ich weiß jetzt nicht, was in Zukunft das Limit sein wird. Aber ja, so 8%, das ist eine gute Kennziffer, das kann man schon sagen, ja. Was ist das Maximum, was du gesehen hast? Ich glaube, es waren mit Steigerung von allem, also mit der Steigerung des Landwertes und dann einem Exit, kann es auch, ich glaube, 14%, wenn ich jetzt hoffentlich nicht lüge, sein. Haben wir einen Vergleich, wie die Rendite jetzt bei Reinvest24 im Vergleich zu anderen Immobilieninvestments ist? Also wenn ich jetzt ein Haus oder eine Wohnung selber kaufe, wie viel ich da rausziehe und wie sich das rechnet? Also es gibt tatsächlich auch eine Plattform, die macht das ganze Konzept auch so ähnlich in Deutschland, so wie Estate Guru ein bisschen für diese Finanzierung, die eben relativ kurzfristig sind, so 1 Jahr bis 2 Jahre. Hier muss aber mit einem extrem hohen Fremdkapitalhebel gearbeitet werden, damit die überhaupt profitabel werden. Also die Mietmärkte in Tallinn und dann auch in Riga sind natürlich deutlich attraktiver, weil es einfach noch viel mehr Potenzial hier zu heben gibt. Also in Deutschland könnte man das Ganze mit einer eigenen Wohnung auch machen, man würde aber wahrscheinlich deutlich weniger Zinsen bekommen und sein Geld auf weniger Projekte diversifizieren können. Ja klar, weil man das Ganze selber stemmen muss. Hier kann ich einfach mal mit 100 Euro im Prinzip schon starten. Du hast ja vorhin schon angedeutet, man ist ja in so einer SPV investiert und jetzt eigentlich nicht direkt in die Immobilie selbst. Also bedeutet, ich bin ja jetzt nicht als Person im Grundbuch eingetragen, sondern bin da in so einer anderen Struktur drin. Warum wird das gemacht? Das wird gemacht aus dem Grund, da ja, wenn man dann den Sekundärmarkt hat, dann kann man ja auch nicht jeden Anteilseigner dann im Grundbuch eintragen und sobald er seine Anteile dann wieder verkauft, jemand anderen. Das ist natürlich immer ein großer Verwaltungsaufwand. Man hat aber eben ein Anrecht an den Gewinn, die von diesem Objekt erzeugt werden. Und das Gute ist, es gibt ein Erklärvideo von Tanel, wo er das ganz genau im Detail beschreibt, wie diese SPV funktioniert. Und ich glaube, das geht 15 Minuten. Das sollte es jedem sehr gut erklären. Und er als CEO, wenn man es dann nicht verstanden hat, ich glaube, dann wird es schwierig. Also er macht das schon relativ gut. Ich habe mich auch mit dem CTO unterhalten bei der P2P-Conference und er hat auch gemeint, also es ist vergleichbar ja mit einer GmbH sozusagen, also für jede Immobilie wird eine eigene GmbH sozusagen angelegt und es wäre halt super aufwendig, da jeden einzufliegen, ne? Und dann investiert die Person irgendwie 100 Euro, hat für den Flug alleine schon mehr bezahlt und das lohnt sich halt einfach gar nicht, ne? Und deswegen hat man eben nach einer Möglichkeit gesucht, das irgendwie anders
anders zu regeln, dass sich das auch für die Anleger und für Reinvest24 natürlich selber lohnt. Ja. Und genau. Klar, der Punkt natürlich, wenn man dann versucht, wieder seine Anteile loszuwerden, ist das ein Mega-Akt, dann muss ich auch wieder hinfliegen, muss aus dem Grundbuch ausgetragen werden. Also von daher finde ich schon, also es ist von manchen als Kritikpunkt tatsächlich angemerkt. Und in der Diskussion, dass man ja eigentlich gar nicht wirklich an der Immobilie beteiligt ist, sondern diese SPV, GmbH-Struktur. Aber also ich muss sagen, wenn ich mir jetzt die Alternative anschaue, dann ist es mir doch auch deutlich lieber so, wie es jetzt ist. Ja, das kann man schon sagen. Also das haben sie gut gelöst. Das ist natürlich erstmal ein unbekanntes Konzept für uns deutsche P2P oder auch Privatanleger. Und deswegen muss man sich da wohl erstmal dran gewöhnen. Aber eigentlich glaube ich, das ist schon was Solides. Also eine relativ einfache Struktur und dann auch mit dem Sekundärmarkt kompatibel. Was mir persönlich sehr wichtig ist, dass man da auch dann irgendwann raus kann aus so einem Investment, wenn man das denn möchte. Ja, ganz genau. Wie sieht's denn aus mit der Projektverfügbarkeit eigentlich? Wenn ich mich jetzt für so ein Investment entscheide und auf die Plattform gehe, wie viel ist da los? Ja, also es gab mal eine Phase, da ich glaube von einer Woche oder 9 Tagen, sowas um den Dreh war das. Und da gab es tatsächlich gar kein Projekt, in das man mehr investieren konnte. Das heißt, alle die verfügbaren Projekte waren voll finanziert und es gab keine neuen. Und Tanel hat mir gesagt, dass das daran lag, dass sie einen Deal hatten, da dann aber auf gravierende Fehler gestoßen sind und den dann nicht online gestellt haben. Dementsprechend gab es da kein Projekt. Aber wenn man 100 € pro Projekt anlegen möchte, dann braucht man schon, um 1.000 € zu verteilen. Ich würde sagen, ja, so 2-3 Monate, das kommt schon hin. Also der Dealflow ist jetzt nicht so gut. Aber die Projekte an sich sind sehr interessant, also vielleicht eher die Qualität als die Quantität. Mhm. Du warst ja auch dort unterwegs, da muss ich gerade nochmal drauf zurückkommen, weil mir die Frage gerade einfällt. Diese Projekte, wenn man sich die auf der Webseite anschaut, dann sind die so auf Hochglanz poliert und das sieht schon fast aus wie aus dem Computer, wenn man sich das anschaut. Also Marketing haben sie wirklich drauf, das sieht alles top aus. Als du da warst, hat sich dieser Eindruck bestätigt? Oder nicht? Ja, also der Eindruck hat sich für mich schon bestätigt. Sie müssen ja nicht unbedingt alle Projekte selbst bauen. Das Avantgarde-Gebäude mit den kurzfristigen Mieten, das zum Beispiel, da haben sie ja einfach von diesem fertigen Projekt was gekauft. Also da mussten sie gar nicht so viel Arbeit reinstecken. Aber, das sieht richtig krass aus. Wir können hier noch ein paar Bilder einblenden mit irgendwie Fitnessstudio und was weiß ich nicht alles. Das ist schon krass, was die da bieten. Ja, Dachterrasse. Also. Aber ansonsten, die Baustellen sind natürlich nicht so glamourös, aber ja, sie funktionieren. Also ist natürlich sehr hübsch gemacht, aber ich würde sagen, da steckt auch einiges dahinter. Also ist mein Eindruck. Das kann ich nur so sagen. Was gefällt dir denn besonders an der Plattform? Was ist das, was für dich besonders heraussticht, weshalb du sagst, ja, deswegen bin ich da aktiv? Ja, also erstmal ist bei P2P ja ein relativ kurzfristiger Anlagehorizont. Und man weiß nie, in welche Richtung die Zinsen langfristig gehen werden. Und sich da ein bisschen abzusichern durch so Mietobjekte, die relativ gute Zinsen erzielen, das ist für mich einfach ein Hedge gegen Unsicherheiten, die in der Zukunft kommen können. Und der direkte Kontakt mit Tanel, den finde ich auch sehr gut. Das ist ja noch eine relativ kleine Plattform, das müssen wir so sagen. Aber deswegen kann man auch mit dem CEO direkt kommunizieren und der antwortet einem auch schnell. Und das sind für mich die zwei spannenden Punkte an dieser Plattform. Neben natürlich der Diversifizierung, jetzt hab ich's, in Immobilienprojekte. Ja, was ich auch ziemlich cool finde eigentlich, dass sie von Anfang an auch Social Media selbst machen. Also sie haben ja, wie du schon gesagt hast, einen YouTube-Channel und stellen da die Objekte selbst vor. Also man kann da selbst einen Blick drauf werfen von Deutschland, auch wenn man das möchte. Also es ist nicht ganz so abstrakt, ja. Das finde ich schon ziemlich cool. Haben dir denn andere Leute auch schon darüber berichtet, was sie von der Plattform halten? Also jetzt nicht nur deine Meinung, sondern hast du auch schon andere mitbekommen dazu? Mhm. Also viele finden die Plattform gut und auch interessant, dass man so langfristig in Immobilien investieren kann.
Aber dass es keinen Sekundärmarkt gibt, den es ja bei fast jeder P2P-Plattform heutzutage als Standard gibt, das ist ein großer Kritikpunkt und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Also es ist noch eine junge Plattform, die haben noch viel zu tun, aber das, was sie bisher gemacht haben, das gefällt mir. Also es dauert auch eine ganze Zeit lang, bis sie finanziert sind, um nochmal auf diesen jungen Aspekt zu kommen. Also ich denke auch, was die Plattform gerade braucht, ist tatsächlich Geld und Investoren, um eben auch die Immobilien finanziert zu bekommen und die Projekte zum Laufen zu bringen. Also dass es keinen Sekundärmarkt gibt, ist natürlich ein absoluter Nachteil im Moment. Das ist total klar. Weil man eben nicht wieder rauskommt. Ne? Also das muss man ganz klar sehen im Moment, wenn man auf der Plattform investiert, dann sollte man da wirklich nur Geld reinpacken, was man wirklich langfristig nicht braucht, weil der Sekundärmarkt ist natürlich versprochen, aber wie das immer so ist, ne, es kann auch ein bisschen dauern, bis das dann wirklich umgesetzt wird. Gibt es noch andere Nachteile, wo du sagst, das ist nicht so schön? Also die Gebühren sind natürlich etwas, was ich an sich nicht mag. Also wenn was umsonst ist, dann bin ich immer gern dabei. Wenn es Gebühren kostet, und das ist ja bei Reinvest der Fall, ne, man zahlt ja pauschal beim Investieren circa 2%. Und das natürlich macht erstmal einen negativen Return, bevor man irgendwelche Zinsen erwirtschaftet hat. Also das ist nicht so schön, muss man ganz klar sagen, meiner Meinung nach. Hier sind die anderen P2P-Plattformen so, dass sie ja die Kosten im Produkt selbst einbauen und dann kann man erstmal Cashflow neutral starten und dann kommen die Zinsen rein. Das ist bei Reinvest 24 nicht so. Ein bisschen schade, aber gut, Immobilienprojekte sind auch teurer als Kredite für Konsumschulden auszugeben. Das muss man auch so sagen. Aber die Gebühren, die sind meiner Meinung nach schon anständig für P2P allgemein. Wie sie für Immobilienprojekte im Spezifischen sind, kann ich leider nicht sagen, da ich hier noch nicht so viel investiert habe. Mhm. Ja, also diese 100 Euro waren für mich auch so ein Punkt, wo ich dann natürlich darüber nachdenke. Im Vergleich zu ganz normalen Krediten, Verbraucherkrediten, ist das natürlich schon eine ganze Menge. Aber da kann man natürlich auch wieder drauf zurückgreifen. Okay, es sind wirklich teure Immobilien, die 300.000 oder mehr Euro schwer sind. Und da bringt es natürlich auch relativ wenig, mit ein paar Cent oder einem Euro oder 5 oder 10 Euro da irgendwie anzukommen. Ja, richtig. Aber wenn vielleicht später die Plattform insgesamt bekannter wird und mehr Leute investieren, dann könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass das Mindestinvestment vielleicht runtergesetzt wird auf vielleicht 50 Euro wie bei Estate Guru. Aber das ist nur eine Vermutung aktuell, weshalb ich glaube, dass es aktuell bei 100 Euro liegt, aber dass das ja nicht unbedingt festgeschrieben ist bis auf ewig. Ja, dann könnte man noch als Nachteil sehen, dass es natürlich relativ lang dauert, bis so ein Projekt finanziert ist, weil wir haben hier nicht den Luxus wie bei Mintos, dass schon alles vorfinanziert ist und ich investiere praktisch in einen Kredit, der schon läuft. Ja, ganz richtig. Sondern es ist wirklich das ganz klassische das ist die ganz klassische Vorgehensweise, dass man erstmal durch einen Finanzierungsprozess geht, der dauert Wochen, ich weiß nicht, wie lange jetzt sowas dauern kann, aber es dauert schon eine ganze Weile, in der natürlich Geld auch einfach brach liegt, so, und in der das noch keine Rendite erwirtschaftet, daran muss man denken, ja. Dazu würde ich gern was sagen. Ja. Ja. Und zwar ein spannender Punkt, wenn man dann Mieteinnahmen bekommt, und das ist bei mir aktuell der Fall, dann sind die ja meistens, das sind sehr kleine Beträge, und auf dem Sekundärmarkt dann, das hat mir Tanel gesagt, kann man dann mit diesen kleinen Beträgen, zum Beispiel man hat in einem Monat 1 Euro durch Mieteinnahmen bekommen, dann kann man diesen 1 Euro wieder in ein neues Projekt investieren und dann ist man natürlich mit weitaus weniger als diesen 100 Euro dabei. Und das ist wieder sehr spannend. Also das macht es wieder sehr attraktiv für mich. Klar, dieser Reinvestitionsaspekt. Genau, so wie die Plattform auch heißt am Ende, was sie dann hoffentlich bald verwirklichen kann. Ah, Reinvest. Ah, deswegen, ich soll es reinvestieren. Alles klar.
Zusammengefasst vielleicht nochmal die Nachteile jetzt, also was ich da gesehen habe, diese 100 Euro Mindestinvest sind noch relativ viel. Es dauert, bis die Projekte finanziert sind, es gibt keinen Sekundärmarkt und es gibt natürlich diese Transaktionsgebühr von circa 2%. Also dessen muss man sich bewusst sein, wenn man das macht. Aber gleichzeitig muss ich natürlich sagen, okay, es ist wirklich nicht so richtig vergleichbar mit dem normalen Kreditgeschäft, was man hier macht, sondern es sind einfach wirklich Immobilien. Ja, es ist einfach ein Eigentum sozusagen an dieser Immobilie oder ein Eigentum oder ein Anteilseigner an dieser SPV und eben kein Fremdkapitalgeber. Ich denke, so könnte man das ausdrücken. Genau, also deswegen würde ich fast eher sagen, das ist eine Crowd-Investing-Plattform als wirklich P2P. Genau. So, also das ist, aber um es natürlich irgendwie einordnen zu können, was es ist, sagt man natürlich auch P2P. So, auch wenn es nichts mit Krediten zu tun hat. Wir haben jetzt über die Nachteile gesprochen. Gibt es denn irgendwelche grundsätzlichen Risiken? Ja, weil viele, die die Videos schauen, die sagen dann, man ist da so ein bisschen zu risikofreudig unterwegs und man klärt zu wenig über die Risiken auf. Was siehst du als Hauptrisiko, wenn man sich an so etwas beteiligt? Ja, das Risiko ist natürlich gegeben, wie bei jedem Investment, was man tätigt. Und das muss man am Ende auch persönlich einschätzen, was hier die Risiken sind. Ich für mich sage, natürlich die Preise am Immobilienmarkt können stark fallen. Also wenn wir nach 2008, 2009 schauen, dann können die auch um 50% und mehr runtergehen. Ich würde aber sagen, die Mieteinnahmen sollten relativ stetig bleiben. Ich denke, Tallinn bleibt eine attraktive Stadt für Touristen und so bleiben die kurzfristigen Vermietungsobjekte, die man ja auch hat, weiterhin relevant. Aber die Immobilienpreise und der Exit, sowas kann sich auf jeden Fall verschieben und das sind für mich die zwei größten Risiken. Also weil an sich ist ja der Vorteil sozusagen an diesem Investment, dass mit der Beteiligung an der Immobilie die Möglichkeit besteht, die Immobilie wieder zu verkaufen. Klar, das mindert natürlich auch das Risiko und das ist das, was bei Estate Guru zum Beispiel als Sicherheit hinterlegt ist. Ja. Aber klar, die Immobilienpreise können fallen und dann sieht es natürlich nicht mehr so schön aus, dass die Immobilie an Wert gewinnt, sondern dass sie eben an Wert verloren hat und dann muss sich die Plattform natürlich überlegen, was sie jetzt damit macht, ob sie die Immobilie trotzdem verkauft oder ob sie wartet, bis sie wieder ein bisschen mehr wert ist. Das wird dann eine schwierige Frage. Da muss man dann einfach schauen, wahrscheinlich auch, ob die Mieteinnahmen genug sind, um das Projekt dann am Laufen zu halten. Genau. Und natürlich auch eine Frage, die immer mitschwingt, was passiert eigentlich, wenn die Plattform pleite geht? Ja, also dann sind wir natürlich immer noch Anteilseigner an diesen SPVs, die sind gesondert von Reinvest24. Das heißt, die dürfen nicht, um der Insolvenz zu entfliehen, die SPVs an sich reißen und dann alle Assets darin verkaufen, sondern die müssen sich schon an Recht und Gesetz halten und die Anteilseigner an diesen SPVs, denen die Wohnung gehört, das sind dann wir Anleger. Und wenn die Plattform pleite geht, tja, dann müssen diese SPVs abgewickelt werden, ist dann die Frage, zu welchem Preis kann man verkaufen, aber es würde mich sehr wundern, wenn man so attraktive Immobilien, die es ja wirklich sind, nicht verkaufen kann. Die Frage ist, zu welchem Preis? Und dann nochmal die Frage ganz schnell, was passiert, wenn die Immobilie nicht mehr vermietet wird? Ja, wenn die leer steht quasi, dann hat man natürlich erstmal keinen Cashflow und dann passiert erstmal gar nichts, außer dass man keine Rendite erwirtschaftet, was natürlich sehr schlecht ist. Man muss überlegen, kann man diese Immobilie dann weiter verkaufen an jemand anderen, der vielleicht was Besseres daraus macht oder wie man dann weiter damit voranschreitet, wie man da Mieter reinbekommt. Also ich denke, wir haben ganz gut auf die Risiken hingewiesen. Also es gibt natürlich diese allgemeinen Risiken, die mit jedem Investment einhergehen. Genau. Ja, das ist ganz egal, ob man Aktien, ETFs, die klassischen P2P-Kredite kauft. Ja, Immobilien sind natürlich da nicht ausgeschlossen. Das ist alles im Markt mit enthalten. Und wenn es der Weltwirtschaft jetzt einfach schlecht geht oder dem Immobilienmarkt in Estland natürlich ganz speziell auch, dann
dann geht es dem Investment auch nicht gut. Und deswegen sind, glaube ich, du bist auch, gehörst auch dazu, dass du eben sagst, okay, dann sollte man schauen, dass man in mehrere Anlageklassen investiert hat, dass jetzt die einzelne nicht so sehr reinhaut. Genau, nicht alle Eier in einen Korb legen, wie schon die Legende Warren Buffett gesagt hat. Genau. Und wie bei jedem Investment ist natürlich theoretisch es möglich, dass auch das ganze investierte Kapital verloren geht. Ja, deswegen sollte man nur investieren, was man auch bereit ist, theoretisch zu verlieren, beziehungsweise was man nicht zum Überleben braucht oder um irgendwie eigene Kredite abzubezahlen. Das ist ganz klar. So, jetzt sei nochmal auf dein Video auf deinem Kanal hingewiesen, wo du Reinvest24 ganz genau durchleuchtest und auch nochmal über die Vor- und Nachteile ganz genau berichtest. Ich verlinke es euch hier oben in der Ecke. Schaut es euch auf jeden Fall an, wenn euch die Plattform interessiert. Wir haben ja jetzt hier schon unglaublich viel gelernt in diesem Video. Also ich fand es echt spannend und interessant. Gibt es da noch irgendwas, was du loswerden musst, was wir noch nicht angesprochen haben? Also Reinvest24 ist einfach eine attraktive Plattform. Ich glaube, ich muss hier gar nicht mehr viel sagen. Wenn das Thema interessiert, dann kann man es wie immer einfach mal probieren, wenn man sich vorher schlau gemacht hat. Und dann, wenn es passt, dann passt es. Und wenn es nicht passt, dann kann man hoffentlich bald auf dem Sekundärmarkt verkaufen. Ja, richtig. Dann würde ich sagen, danke, dass du deine Erfahrungen und dein Wissen hier auf dem Kanal teilst mit uns. Ich bin auf jeden Fall schon eine ganze Ecke schlauer geworden. Und ich habe in die Plattform ja auch schon reingezogen, bin da auch angemeldet. Also früher oder später werde ich das ausprobieren. Ja, danke Johannes, dass ich da sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. Und für dich, lieber Zuschauer, wenn du dir noch mehr von Alex reinziehen willst, dann kannst du das hier auf YouTube machen. Er ist auf YouTube mit seinem Kanal vertreten, den ich auch hier verlinkt habe, überall, wo es mir nur möglich ist. Ja, und dann danke ich dir fürs Zuschauen heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao, ciao.